Ja, danke, dass ich noch mit da sein darf. Wie gesagt, dreimal bin ich ja schon da gewesen in der Region. Ich war ganz erstaunt, dass ich trotzdem noch mal eingeladen bin. Aber dürfte ganz gut gepasst haben. Ich komme heute, wenn mich schon mal wer gehört hat, mit ein bisschen einem anderen Thema. Man liest schon eigentlich am Vortragstitel eine Handvoll Weltbevölkerung. Hört sich ja total gut an. Und wie wir mich vorbereitet haben auf den Vortrag, bin ich eigentlich auch ja, sehr in die Tiefe gegangen, was eigentlich unsere Ernährung betrifft, was die Herkunft unserer Lebensmittel betrifft, wo kommt das eigentlich alles her? Und dann sind wir am Ende des Tages beim Boden. Und über das darf ich heute ein bisschen reden. Ich möchte aber ein bisschen einen Ausblick trotzdem auch machen zu dem Thema, wo ich generell daheim bin, zum Thema Lebensmittel. Warum ist es eigentlich wichtig, dass wir uns mit dem sozusagen auseinandersetzen und werde auch versuchen, für euch einen schönen Bogen zu spannen. Ich möchte aber am Beginn einmal überhaupt mal Landschaft Leben kurz vorstellen, dass ihr ein bisschen ein Gefühl kriegt. Man sieht es da im Hintergrund bzw. beim Roll-up. Landschaft Leben ist österreichischen Lebensmitteln auf der Spur, ist ein Verein, ein unabhängiger, unpolitischer Verein. Und wir zeigen euch als Konsumenten transparent und ohne selber zu entwerten, wie Lebensmittel in Österreich tatsächlich produziert werden. Das heißt, wir dann nichts beschönigen, wir dann aber nicht skandalisieren, das heißt, wir zeigen einfach die Realität her. Und dafür sind wir österreichweit unterwegs bei den Bauern, von wirklich Vorarlberg bis daher, sozusagen an die Grenze Österreichs, also wirklich quer durch die Bank. Wir schauen uns an, wie arbeitet die Landwirtschaft, was machen die Bauern, wie arbeiten die mit Grund und Boden, wie arbeiten sie mit den Tieren und gehen aber auch den nächsten Schritt weiter zu den Veredelungsbetrieben, sprich Molkereien, Schlachthöfe, Gemüseverarbeitungsbetriebe, klein, groß. Wir sind bei den Direktvermarkter genauso wie, sage ich mal, bei der größten Molkerei in Österreich, die was über 1 Milliarde Liter Milch verarbeitet. Dann ging er dann den nächsten Schritt zum Lebensmittelhandel. Der ist ja ganz ein wichtiger Partner für uns, weil wir da eng zusammenarbeiten und uns anschauen, wie verkauft er unsere Produkte von der Landwirtschaft, wie werden die ausgepreist, was macht er damit. Das ist einmal eine ganz wichtige Stufe und jetzt auch ganz neu dazu gekommen, dass wir den nächsten Schritt gewagt haben zur Gastronomie und zur Hotellerie. Weil wir drauf gekommen sind, dass jeden Tag 4 Millionen Menschen außer Haus essen in Österreich. Das ist nicht ganz wenig. 1,8 Millionen Menschen in Gemeinschaftsverpflegung. Und wie gesagt, insgesamt sind es 4 Millionen Menschen. Und das ist schon enorm, welche Lebensmittelmengen da verbraucht werden. Und das Ganze, warum tun wir das? Ja, das tun wir deswegen, dass wir Konsumenten beim Einkaufen, beim Essen gehen, eine neue bewusste Entscheidung treffen können, eine neue bewusste Kaufentscheidung. Und ich sage einmal, warum ist die nicht unbedingt bewusst? Weil wir draufgekommen sind und das belegen die Zahlen vom Lebensmittelhandel, dass unter der Woche von Montag bis Samstag rund 48% von uns, das heißt jeder Zweite, der was da jetzt sitzt, kauft ausnahmslos Aktionsware. Das heißt, da geht es um nichts, da geht es um nicht Herkunft, da geht es nicht, ob es dem Tier gut geht, ob da Tierwohl dahinter steht, sondern es geht nur um den billigsten Preis. Und da habe ich einmal erkannt für mich, wenn wir so weitermachen, dann wird es in ein paar Jahren eine bäuerliche Landwirtschaft in Österreich nicht mehr geben. Aber wenn da heute so schöne Bilder schon hergezeigt worden sind vom Vulkanland, und ich bin ja da im Vulkanland ja durch den Josef Ober schon wirklich sehr lange in Kontakt. Ich habe das von Anfang an eigentlich mitgekriegt, habe ich das immer bestaunt, was aus der Region geworden ist. Wie ich so ein junger Bub gewesen bin, ja, da war das eher, sag ich jetzt einmal so, sehr schmeichelnd, ja, ein bisschen eine trostlose Region, wenn man da runtergekommen ist. Und hat man sich gedacht, puh, da möchte ich auch nicht leben. Und wenn man heute runterfährt, ist man richtig stolz als Österreicher, dass das eine Region von uns, von Österreich ist, wo wirklich Wertschöpfung passiert, wo man gern herfährt, Urlaub zu machen, wo man sich wohlfühlt. Das heißt, das ist unglaublich aus meiner Sicht, was da ihr gemacht habt draus, was ihr aus der Region geformt habt. Und da könnt ihr richtig, richtig stolz sein. Und ich bewundere auch das, wie ihr das geschafft habt, auch in Österreich eine Vorzeigeregion zu werden. Meine, da gibt es nicht mehr so viele Regionen, wo man noch so hinschaut. Das ist vielleicht noch ja, Bio-Region Mühlviertel, die was inzwischen sehr aufstrebend sind. Aber wenn ich wo bin in Österreich und ich bin sehr viel unterwegs, ich habe vorher so 97 Vorträge in Österreich gehalten, dann erwähne ich jetzt mal das Vulkanland, weil man da wirklich stolz sein drauf kann, was ihr da geschaffen habt. Und ja, wünsche euch auch für die Zukunft da sehr, sehr viel Kraft, das weiter so zu machen. Das heißt, eine neue bewusste Kaufentscheidung, weil die meisten eigentlich nur einkaufen gehen um den billigsten Preis. Und das hat mich persönlich insofern berührt und jetzt bin ich bei meiner persönlichen Geschichte. Ihr werdet euch vielleicht ja auch fragen, warum redet er drüber, warum darf er das, warum macht er das, warum weiß er das? Und darum vielleicht am Anfang auch ein bisschen meine Geschichte.
Wie bin ich eigentlich zu dem Verein gekommen? Ich bin selber ein Bergbauer. Ich habe in Rohrmoos bei Schlappning meinen Bauernhof. Ein sehr alter Bauernhof. Ich darf in einem Bauernhaus leben, das ist 800 Jahre alt. Es ist schon mal renoviert worden, also es braucht sich keine Sorgen machen. Also ich lebe nicht mehr ganz armselig, durchaus einmal renoviert. 250 Jahre ist der Hof in Familienbesitz. Das heißt auch schon eine lange Tradition und starke Wurzeln. Und wenn man da so als Bauer aufwächst, ja, wo so eine lange Geschichte da ist, wo, sage ich mal, wirklich der Hof aus dem 12. Jahrhundert ist, da kriegt man halt auch mit, dass es ganz gut war, dass man das auch wieder in die nächste Generation weitergibt und dass man nicht der Letzte ist, der sozusagen den Schlüssel umdreht nach 800 Jahren, sondern war ja schön, wenn das vielleicht irgendwann einmal 900 Jahre werden oder 1000 Jahre werden. Ja, so bin ich aufgewachsen und für mich war als Fünfjähriger schon klar, dass ich Bauer werde, hat nie was anderes gegeben, habe meine Ausbildung ganz klar in die Richtung gewählt, habe dann zwischendurch auch noch Zimmerer gelernt. Während der Zimmerausbildung war es bei mir aber noch so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte noch irgendwas anderes machen, habe dann eine Management-Ausbildung begonnen und mit 20 Jahren bin ich dann eigentlich schon direkt ins Unternehmertum eingerutscht und bin Maschinenring-Geschäftsführer geworden, also sehr früh. Habe nachher mit 21 Jahren den Hof von meinen Eltern übernommen. Muss ich heute noch Dankeschön sagen bei meinen Eltern, dass sie auch das Vertrauen gehabt haben und dann gleich mit 22 geheiratet, weil man denkt, jetzt geht es gleich noch einen aufwaschen, dann haben wir gleich alles. Habe bis heute gehalten, also waren so alles richtige Entscheidungen. Wie gesagt, also sehr früh gestartet ins Leben, mit Vollgas reingefahren. Gleichzeitig war die Härte des Lebens kennengelernt, weil ich auch draufgekommen bin, wenn nicht ganz viel Idealismus dabei ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, so einen Bauernhof überhaupt positiv zu bewirtschaften. Und Idealismus, da meine ich wirklich, dass halt, wie es bei uns ist es sehr steil, wir haben 73-74% Steilflächen, wo es wirklich auch mit der Sense zu mähen ist, wo mit Maschinen nichts mehr geht. Und da tut man halt oft am Samstag, Sonntag arbeiten, völlig normal. Und dann hat man natürlich einen Freundeskreis, ja, wo die verzeihen am Sonntag, wir sind am Bodensee oder fahren geschwind einmal auf Kärnten auf den See runter. Und selber steht man halt auf der Wiesn und arbeitet. Und ja, und das halt nicht ab und zu, sondern halt die meiste Zeit. Und wenn man dann am Ende des Jahres einen Rechenstift einmal so über alles drüber schauen lässt, oder nicht nur am Ende des Jahres, war zwischendurch auch schon ganz gut, dann kommt man drauf, ja, dass der Einsatz eigentlich in keinster Weise irgendwie abgegolten wird. Und sehr viele von meinen Schulkollegen sind dann in die weite Welt gereist, nach Japan, China, haben da Top-Karrieren hingelegt, verdienen eine Mega-Kohle. Und dann fragt man sich halt, naja, eigentlich hätte ich auch einen anderen Lebensweg einschlagen können. Und ich habe selber drei Töchter. Und das Schöne ist, die Älteste, wie sie 5 Jahre alt war, hat sie auch schon gesagt, sie wird einmal die Bäuerin. Die macht auch jetzt mit 14 schon die landwirtschaftliche Ausbildung. Inzwischen wollen die zwei Jungen auch Bäuerin werden, also es wird einmal spannend, wie ich das angehe. Drei Töchter, was sie im Bauernhof übernehmen wollen, aber gefreut mich auch. Aber irgendwo ist da für mich auch die Überlegung entstanden, ist das eigentlich auch noch verantwortungsvoll, wenn wir das vornehmen, meine Frau und ich, dass man sagt, wir sind da mit Begeisterung dabei, mit Idealismus, mit Herzblut dabei, dass man sagt, ja, geht's auch wieder in die Richtung. Lasst euch in die Richtung ausbilden und macht auch wieder den Weg zum Bauernhof. Und irgendwie war es schade, wenn es den Hof nicht mehr gab. Das war vielleicht für unsere Familie schade, sonst wird es dann niemand in Österreich gar so berühren. Aber selber fängt man da schon sehr, sehr stark nachdenken an. Und wir haben ja den Bauernhof auf mehrere Beine gestellt. Wir haben Kalbinnenaufzucht daheim, das heißt, ich habe ca. 70 Stück Rinder. Ich habe keine Milchviehhaltung und ich mache auch kein Fleisch, sondern ich bin wirklich in der Zucht tätig. Also ich kriege von anderen Bauern, das sind immer die gleichen Betriebe, zwei Betriebe, die kleinen Kälbchen, die sind so ungefähr 9 Wochen alt, was zu mir kommen. Die dürfen dann Kindheit und Jugend bei mir am Hof verbringen. Und dann kurz bevor das Milchkuh werden, kommen sie wieder zurück zu dem Betrieb. Das heißt, die sind gut 2 Jahre bei mir am Hof. Also eigentlich eine wunderschöne Tätigkeit, was ich da machen darf. Wir haben auch Urlaub am Bauernhof dabei, bietet sich in Schlappming an. Wir dann seit 100 Jahren vermieten, oder über 100 Jahre muss ich sagen. 1901 ist der erste Wiener Gast zu unserem Hof gekommen. Also auch schon wieder eine sehr lange Tradition. Der ist übrigens eben 100 Jahre alt geworden. Also wenn ihr Urlaub machen wollt, das passt auch ganz gut bei uns daheim, kann man alt werden. Aber wird nicht nur das gewesen sein. Das heißt, da haben wir sehr viele Standbeine bei uns und eigentlich war das Leben dann für mich so ein bisschen, ja, in der richtigen Richtung. Maschinenring-Geschäftsführer, Bauernhof, hat alles ganz gut gepasst. Und dann eigentlich durch die Skiweltmeisterschaft in Schlappming bin ich zum Thema Lebensmittel gekommen.
Mich hat nämlich im Jahr 2011/12 der Bürgermeister von Schladming gefragt, die Tourismusverbände. Die haben gesagt, du Hannes, wir haben eine Situation jetzt in Schladming, immer mehr Gäste und Einheimische hätten gern regionale Produkte direkt vom Bauern, Käse, an Speck, von mir aus ein gutes Joghurt, irgendwas in die Richtung, ein gutes Bauernbrot, aber wir haben sowas nicht. Und könntest du da ein Projekt machen im Rahmen der Skiweltmeisterschaft, kannst du dich darum kümmern? Und ich gesagt, ja, gern, natürlich arbeitet man da mit ehrenamtlich und ich werde also ein Projekt machen. Mal die ganze Bauernschaft eingeladen, die Konsumenten eingeladen, Gästebefragungen gemacht und es war sehr spannend. Ich bin dann gleich einmal draufgekommen. Im Gegensatz zu euch, wo es sehr viel direkt vom Markt gibt, ist das bei uns ein bisschen, ja, mager gewesen, sage ich einmal aus heutiger Sicht. Warum? Man hat bei uns mit dem Gästebett einfach immer mehr Geld verdient, als wir mit dem Butter machen, mit dem Kasen. Das heißt, ja, das war einfach, das Geld war anders leichter zum Verdienen. Und deshalb haben wir die Produkte nicht wirklich gehabt. Und trotzdem war ich da mit vollem Eifer dabei, habe das Projekt präsentiert bei einer Tourismus-Vollversammlung und alle tausend Applaus, jawohl, sowas brauchen wir. Und ich habe gedacht, ja, für mich ist das Thema wieder erledigt. Ich ziehe mich wieder zurück sozusagen auf meine Berufung. Und 3 Monate später, das war im Sommer 2012, treffe ich wieder den Bürgermeister und sage, und, wer weiß jetzt mit dem Projekt, wer gibt jetzt ein Gas? Dann sagt er, du Hannes, gar nicht, weil da müsste ja wer Geld in die Hand nehmen, ein Risiko, man weiß noch nicht, ob es funktioniert. Nein, das verschwindet in der Schublade. Dann sage ich, ja, das kann es ja jetzt auch nicht sein. Ich habe mich da ja ehrenamtlich rein, ein super Projekt, einen perfekten Businessplan. Und nur weil es ein Geld in die Hand zu nehmen ist, tut es keiner. Und habe dann mit zwei Freunden geredet und einer davon ist da aus der Region, der Mario Hütter, wer ihn vielleicht kennt. Ja, kenne ich schon irrsinnig lang und dann reden wir halt so. Dann sagt er, du Hannes, was ist, wenn wir gemeinsam was machen, also als Hobby ein Geschäft in Schladming? Dann sage ich, ja, eigentlich eine gute Idee, das könnte man tatsächlich angehen und haben das dann relativ schnell umgesetzt und die Marke Heimatgold gegründet. Heimatgold, Kostbares aus der Region. Und haben gesagt, wir definieren als Region die ganze Steiermark, weil warum sollte ein Konsument aus Hamburg, Stuttgart, also ein Gast in Schladming nicht einen Vulkanoschinken essen dürfen oder einen steirischen Wein oder ein steirisches Kürbiskernöl. Und ja, unter der Voraussetzung sind wir gestartet, kurz vor der Skiweltmeisterschaft und plötzlich stehst du als Bauer in einem Geschäft. Und ja, für mich eine völlig neue Situation, weil das habe ich auch nicht gelernt. War völlig was Neues, es war so als Hobby gedacht. Es war aber so, ab dem Tag der Geschäftseröffnung ist er hingegangen, 250, 300 Kunden jeden Tag, mitten in Schladming und ja, so sind wir gestartet. Und für mich war das extrem lehrreich, der erste Winter, einmal mit den Konsumenten zu reden. Was setzt ihr voraus, was ist euch wichtig? Und dann haben meine Frau und ich beobachten angefangen, dass die meisten Konsumenten immer zum billigsten Produkt gegriffen haben, nämlich 90% unserer Kunden. Das heißt, wenn wir, und jetzt bleibe ich da bei einem schönen Beispiel, das passt da in die Region, Kernöl. Wir haben 4, 5 Kernölbauern gehabt, jeder eine Goldmedaille, Silbermedaille, also alles perfekt ausgezeichnet. Und trotzdem gibt es halt aufgrund der Herkunft etc. halt Preisunterschiede im Einkauf. Und es ist immer das Billigste gekauft worden. Und 10% haben immer das Teuerste gekauft. Jetzt habe ich mit denen geredet, die was immer zum Teuersten gegriffen haben. Und die haben gesagt, naja, wenn sie da reingehen in so ein Geschäft, dann gehen sie davon aus, ja, dass das Teuerste das Beste ist und darum kaufen sie das. Und wenn ich mit den anderen 90% der Kunden geredet habe, warum greift sie immer zum Billigsten, dann haben die als Antwort gegeben, naja, das Billigste wird wohl auch gerade gut genug sein, in so einem Geschäft wird es wohl nur gute Sachen geben. Und dann habe ich mir gedacht, nein, da habe ich mit meiner Frau geredet, habe ich gesagt, du, wir müssen den Menschen ein bisschen was erklären über Lebensmittel, über unsere Ernährung. Sage ich, das ist ja nicht egal, was man isst, das ist ja nicht nur einfach ein Füllstoff für unseren Körper, sondern das Essen macht ja was mit uns. Wer es noch nie gehört hat, ist eine schöne Zahl. Egal, ob man jetzt eine Frau ist, ob man ein Mann ist, ungefähr 1 Tonne Lebensmittel lassen wir im Jahr durch unseren Körper durch. Also alles, was ihr zu euch nehmt, und das ist auch wurscht, ob man ein bisschen einen Bauch hat oder nicht, das kommt immer ziemlich genau hin. 1 Tonne lassen wir durch. Es geht da um eine, ein bisschen was bleibt hinken, bei einem mehr oder weniger und der Rest sollte hoffentlich wieder rausgehen. Aber das ist ja nicht wenig. Und diese 1 Tonne macht was mit uns. Ja? Also man kann nicht sagen, das ist wurscht, was ich mir da in meinen Körper reinlasse, sondern das macht was mit uns. Und spannend wird es ja dann nicht mit 20, weil da habe ich auch noch nicht geschaut, wie viel Bier das ich trinke oder egal was. Aber wenn man dann so 60 wird, vielleicht 70 wird, dann der Körper speichert das alles ab und dann fangen halt die Problemchen vielleicht an. Und plötzlich wird es spannend, was habe ich eigentlich das ganze Leben gegessen?
Und es braucht sich das nur mal überlegen, dass das nicht ganz egal sein kann. Wir haben da in unserem Darm ein Mikrobiom, das sind die Darmbakterien, ja, die sind für unsere Verdauung zuständig und die sind ganz wesentlich für unser Immunsystem zuständig. Da ist die Wissenschaft in den letzten 10, 15 Jahren massiv dahinter gekommen. Und dieses Mikrobiom, das lebt von Lebensmitteln. Ja? Und wenn halt die Lebensmittel nicht mehr keine Lebensmittel sind, sondern nur noch Füllstoff, Nahrungsmittel, leere Kalorien, dann haben die da drin keine Freude und werden aber weniger. Im Normalfall haben wir ungefähr 2 Kilo lebende Bakterien im Darm drin. Und wenn da aber weniger werden, dann wird man kränklicher und es schaut eigentlich nicht so gut aus. Das heißt, je frischer ein Lebensmittel ist, je weniger das hält, umso mehr Leben ist in dem Lebensmittel drin. Wenn ich da jetzt denke, ein Milch, ein Brot, ja, das hält jetzt nicht ewig, da sind Enzyme drin, da sind Bakterien drin, da rührt sich was und das ist gut für euren Darm und für euer Leben. So, jetzt habe ich das den Konsumenten erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, esst Lebensmittel, das könnt ihr auch eine Tiefkühlpizza essen, die ist schon tot, da passiert nichts mehr. Und dann haben sie mir angeschaut, wie ich das meine, dass da alles lebt rein. Also, da hat sich keiner dann gefreut drüber, ich schaue es mir auch so ein bisschen fraglich gerade an, sondern die meisten waren schockiert. Die haben mir gesagt, was, das lebt, um Gottes Willen, furchtbar. Vielleicht habe ich jetzt für die Tiefkühlpizza dann zu viel Werbung gemacht, nein, das weiß ich nicht. Aber es war dann auch so, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, weißt du was, die Menschen wissen überhaupt nichts mehr. Die, was zu uns einkaufen gingen, die haben null Ahnung. Da weiß keiner irgendwas, wie das produziert wird, was da dahinter steckt, wie das lebt, wie das funktioniert, wie ein Sauerkraut wirkt auf unseren Körper. Null Ahnung. Enzyme bei einem Brot, bei einer Semi, warum das überhaupt, dass das aufgeht, eine Semi, keinen Tau davon, aber jeden Tag essen. Das habe ich faszinierend gefunden. Wenn man dann in eine Werkstatt fährt mit seinem Auto und Motoröl wechseln, dann sagen die meisten, ja, da haben wir schon das bessere Motoröl rein, weil es sollte ja auch gut sein für den Motor, dass sie auch nichts hat. Und beim eigenen Körper schaut es aus, spielt keine Rolle, Hauptsache billig ist. Und dann haben wir einen Versuch gewagt, weil mich das eben fasziniert hat, haben wir gedacht, ist wirklich so. Und dann haben wir die Kernöle hergenommen und in der Woche ist halt das Billigste am meisten verkauft worden. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, was los, jetzt machen wir einen Test, wir machen das Billigste, das wir zum Teuersten quasi machen, das Teuerste zum Billigsten und so spielen wir uns halt einmal. Und das haben wir mit mehreren Produkten halt so gemacht. Und siehe da, es hat sich nichts geändert. Das heißt, es ist wurscht gewesen, wo der Bauer hergekommen ist, wurscht, wie das produziert worden ist, einkauft worden ist über den Preis. Und jetzt komme ich eigentlich zum Kern meiner Geschichte. Und da bin ich was draufgekommen. Wenn wir nur noch ein Kriterium haben zum Einkaufen, nämlich der Preis, dann haben wir in Österreich keine Chance als Landwirtschaft. Null Chance. Die Region da, Vulkanland, hat über den Preis null Chancen. Wir haben uns bei Landschaft Leben, wir recherchieren sehr genau, das heißt, wir schauen uns international auch die Warenströme an, wir schauen uns die Erzeugungskosten, die Produktionskosten an. Da sind wir in Österreich absolutes Schlusslicht. Warum? Weil wir geografische, klimatische und soziale Voraussetzungen haben, die was dies nicht möglich machen. Das heißt, wir können den Liter Milch nie so billig produzieren wie in Irland, die was am Golfstrom liegen. Da brauchen die Kühe keinen Stall, ganz einfach erklärt. Die brauchen nicht im Sommer heigen oder silieren, sondern 365 Tage Weidehaltung, weil es immer warm ist. In Neuseeland eigentlich die gleiche Situation. Das heißt, allein vor den Produktionskosten haben wir über den Preis nie eine Chance. Und das heißt, wenn ich nur über den Preis einkaufe, gibt es keine österreichische Landwirtschaft mehr. So, jetzt kann man sagen, ja, ist halt so, und ich sage, es ist auch nicht so dramatisch, dann gibt es halt die 3% der Bevölkerungsschicht nicht mehr, wird jetzt auch keiner traurig sein, aber wir verlieren insgesamt sehr viel. Wir verlieren diese regionale Lebensmittelversorgung, ja, diese Lebensmittelsicherheit und vor allem, was keiner bedenkt, wir verlieren den Einfluss auf die Lebensmittelproduktion. Weil in Österreich kommen wir zu unserer Politiker sagen, wir hätten gern Gesetze, die was darauf achten, dass wir beim Pflanzenschutzmittel aufpassen, dass wir in Richtung Tierwohl uns ein bisschen Gedanken machen, wie unsere Tiere gehalten werden und generell, wie die Landwirtschaft funktionieren soll. Ja, an brasilianischen Bauern, an polnischen Bauern brauchen wir gar nichts sagen. Wir erleben das selbst in Ungarn schon, wenn wir einen ungarischen Bauern sagen wollen, wie er seine Händel zum Halten halt soll, das ist ihm ziemlich egal. Er produziert, so wie es in seinem Land die Gesetze sich abbilden und da haben wir als Österreicher null Einfluss. Das heißt, wir haben nur in Österreich die Möglichkeit, überhaupt zu mitreden. Und wir sind ein ganz kleiner Produktionsraum, das muss man vielleicht auch wissen, wenn wir innerhalb der EU so schauen, wir produzieren so 1,5 bis 2% der Lebensmittel in der EU. Weltweit gesehen sind wir überall 0,00012%, haben wir null Bedeutung. Das heißt, wenn wir in Österreich von heute auf morgen nichts mehr produzieren, brauchen wir nicht hungern. Das heißt, das merkt man eigentlich nicht einmal wirklich auf der Welt.
da passiert gar nichts. Da freuen sich ein paar Länder wie Deutschland, Spanien, Frankreich, dass sie ein bisschen mehr wegbringen, aber wirklich abgeht tut das nicht. Das heißt, es geht nicht mehr um das, dass wir hungernde Leute sind, sondern es geht um das, welche Art von Lebensmittel wollen wir konsumieren. Und in Österreich können wir da durch unseren Einkauf mitbestimmen, ja? Aber woanders auf der Welt nicht. Und was mir dann auch bewusst worden ist im Zuge dieses ganzen Prozesses, ist Folgendes. Ich habe immer geglaubt, dass uns Konzerne steuern. Ich weiß nicht, wer es noch so glaubt, Herr Riener, für euch, dass die großen Konzerne alles in der Hand haben und Nestle und Co. unser ganzes Leben steuern. Nein, ich sage euch eins, ich bin draufgekommen, es ist genau das Gegenteil. Wir selber, wir sind in Wahrheit die, die was alles steuern. Nämlich, wenn wir vor einem Supermarktregal stehen und da sage ich mal, ist jetzt alles voller Milch oder Butter und wir entscheiden uns für ein Produkt, jetzt bleiben wir bei der Butter, wir greifen zur irländischen Butter, und dann geht das ganze Geld, die Wertschöpfung direkt nach Irland, zu einem irischen Bauern. Jetzt, der muss natürlich auch leben, keine Frage, aber ein österreichischer Bauer hat davon nichts. Da wird keine Kulturlandschaft in Österreich erhalten, wenn ihr zu einer irländischen Butter greift. Sondern das Geld geht direktissimo nach Irland. Und so ist es bei jedem Produkt. Mit jedem Einkauf steuert sie alles. Und glaubt's mir, die Lebensmittelhändler schauen ganz genau auf jedes Regal, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, welche Milch wird gekauft, welche Butter, welche Nudeln, welche Eier. Und so wird wieder noch quasi nachbesetzt und somit steuert sie alles. Und das ist ja das Schöne und das darf ja Ihnen keiner mitgeben. Wir sind als Konsumenten absolut mächtig. Wir sind nicht die Ohnmächtigen, die was jetzt dem allen ausgeliefert sind und den Weltkonzernen. Wir sind es, wir steuern alles. Und ich war gerade hier zu einem Vortrag, da habe ich dann aus dem Publikum gefragt, was sagen Sie zu dem Kreislersterben? Ja, dass es jetzt überall die großen Supermärkte gibt und die Kreisler sterben und so und das muss man politisch verhindern und weiß ich nicht was. Ja, was ist Fakt? Wir gingen ja dahin. Wenn wir bei den Kreisler einkaufen würden, wenn wir im Ort einkaufen würden, dann würde es ja das nicht geben. Es ist mit den Gasthäusern ganz das Gleiche. Da wird gejammert, ja, das Dorfgasthaus sterben. Ja, die gibt es nicht mehr, die Gasthäuser. Ja, warum? Weil wir nicht mehr hingehen. Ja, verloren werden sie nicht leben können. Das heißt, wir steuern durch unser Verhalten absolut alles. Und die meisten Gaben als Einzelner hat man keine Macht. Aber genau jeder, jeder Einzelne hat absolut die Macht, alles zu entscheiden. Und das war für mich der Bewusstseinssprung. Dass ich mir gedacht habe, ich bin nicht der, der was irgendwo gesteuert wird, sondern ich steuere alles. Und das ist einmal, glaube ich, ganz eine wichtige Botschaft für euch und die darf ich euch gerne mitgeben. Aber wo kommt jetzt unser Essen her? Und jetzt kommen wir eigentlich ja, wirklich schon ein bisschen zum Vortragstitel. Wir fangen beim Boden an und der Boden ist was Kostbares. Und ich möchte euch da jetzt mit einem Video quasi einführen. Ich werde es dann zwischendurch einmal sozusagen unterbrechen. Bei dem Video geht es eigentlich um das Thema Zucker. Und da komme ich gleich ein bisschen so auf unsere Plattform. Wer einmal Zeit und Muse hat, kann sich da mal ein bisschen durchschauen. Wir haben inzwischen schon über 14 Lebensmittel recherchiert. Ganz viel haben wir gemacht schon im Gemüsebereich, im Fleischbereich, Obst. Da haben wir Butter, Milch, das Ei und den Zucker eben. Man findet, ich möchte da nur ganz kurz reinklicken, man findet auf unserer Homepage, wenn ich jetzt da zum Beispiel auf die Milch gehe, schauen wir, ob wie schnell das funktioniert, man findet da wirklich alle Informationen, was es zu diesem Lebensmittel gibt. Wir haben selber ganz viele Grafiken auch gemacht und auch vor allem, wir haben zu jedem Lebensmittel eine Videoreihe gestaltet. Das heißt, wir sind ganz viel selber unterwegs bei den Bauern, schauen uns eben an, wie die produzieren. Wir haben über 100 Videos bis jetzt veröffentlicht. Wir waren bei über 400 Bauern allein zu filmen. Also eine richtig große Arbeit. Und wer Zeit hat, das sind so Videos, die dahlen ungefähr 5 bis 6 Minuten. Zahlt sich wirklich aus, da mal hinzuschauen. Wir haben uns dann einmal ein bisschen an die Zahlen herangemacht und haben da sehr viel gefunden in Österreich. Ihr müsst euch vorstellen, pro Tag werden in Österreich 28 Fußballfelder versiegelt. Also wir verlieren 28 Fußballfelder, das sind circa ein bisschen über 20 Hektar, jeden Tag. Und wenn wir das jetzt so nachrechnen, das ist so die Zahlen von den letzten 10 Jahren, dann werden wir in 200 Jahren keine landwirtschaftliche Fläche mehr haben in Österreich zum Anbauen. 200 Jahre, wenn man jetzt so denkt, wir werden schon 80,
vielleicht 90, dann geht das relativ zackig und die besten Böden werden dabei verbaut. Also das ist nicht irgendwas, sondern wirklich die besten Böden. Und ich möchte da ein Beispiel hernehmen, weil ich das auch ein bisschen mitverfolgt habe aus meiner Sicht da als Bauer. Da geht es um die dritte Piste beim Flughafen Schwechat in Wien. Ja, das habt ihr vielleicht auch in den Medien mitgekriegt. Und man denkt sich vielleicht als Laie, naja, was machen die da so um einen Wirbel um diese dritte Piste? Die Wirtschaft braucht das. Das ist ja gut fürs Land. Und ich auch immer so denkt. Nur dann ist mir eigentlich einmal bewusst worden, ja, wo steht eigentlich dieser Flughafen? Und dieser Flughafen steht auf unseren besten Böden, was wir überhaupt in Österreich haben. In dem Gebiet, da ist meterhoher Schwarzerdeanteil. Das heißt, Schwarzerde ist der beste Boden, was es in Österreich gibt. Das heißt, Meter hoch kann ich da alles anbauen, jede Kultur, was es gibt. Das ist bei euch da in der Südoststeiermark nicht so. Aber dort wird am meisten versiegelt. Und allein diese dritte Landebahn, ja, braucht ungefähr 45 Kilometer Rollwege, wurden da gebaut, und ungefähr 700 Hektar Fläche. Eine einzige Landebahn, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt dazu, was da eigentlich für Flächen verbraucht wird, wie viel Grund und Boden, das ist eigentlich extrem. Und wenn ich da oben fahre, von Leibnitz da an der Autobahn entlang, und ja, wir kriegen vier bald, jedes Monat steht wieder eine neue Fabrik da, wieder eine neue Halle, und wo stehen die? Ja, nicht irgendwo abseits oder irgendwo, sondern auf die schönsten Äcker, auf die schönsten Flächen. Und das ist unwiederbringbar, gell? Das muss ich euch auch sagen, wir haben mit Bodenexperten gesprochen, wie wäre das, wenn jetzt die Menschheit in 200 Jahren draufkommt und sagt, naja, das war eigentlich da ein Fehler, dass wir alles zubetoniert haben, jetzt brauchen wir wieder Nahrungsmittel oder Lebensmittel, ja? Kann man das irgendwie wieder rückbauen? Und das ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Nämlich der Boden stirbt wirklich unterhalb, unter Asphalt und Beton. Das heißt, man müsste dann wieder komplett von außen externe Humusschichten aufbringen. Aber von selber kann man den nicht mehr, sage ich mal, aktivieren. Geschweige denn jemals noch mit Bio-Lebensmittel irgendwie auf dem Boden anzubauen. In Oberösterreich ist es auch ganz schlimm, also wenn man da im Linzer Zentralraum unterwegs ist, weil ich ab und zu mal auf der Autobahn da fahrt, wird das miterleben, die schönsten Flächen werden einfach verbaut. Und wir leben halt wirklich so, wir haben uns keinen Morgen gearbeitet, aber ich sage euch nur eins, 200 Jahre sind schneller um, als was man glauben kann. Wir selber werden es vielleicht nicht mehr so dramatisch erleben, aber ich denke, da dürfen wir schon ein bisschen bewusster umgehen. Nämlich im Gegensatz dazu, das muss man auch wissen, haben wir einmal geschaut, wie viele Flächen Industrieflächen stehen in Österreich leer. Und da haben wir mal geschaut, da gibt es eine Aufzeichnung darüber, also das sind Gewerbehallen, Industriehallen, die was niemand mehr benötigt, alte Häuser. Und das sind in Österreich jetzt aktuell 40.000 Hektar, was leer stehen. Wisst ihr, wie groß das ist, 40.000 Hektar? Das ist die ganze Fläche der Stadt Wien. Also die Stadt Wien hat derzeit 40.000 Hektar. So viele leerstehende Gebäude haben wir aktuell in Österreich. Und gleichzeitig verbauen wir die besten Böden. Und ich greife jetzt da sicher nicht die Wirtschaft an, aber ich glaube, es war schon einmal wichtig, einmal sich drüber zu Gedanken machen, wie gehen wir weiterhin mit dem wertvollen Gut Boden um. Und das möchte ich euch jetzt einladen zum nächsten Video, wo das sehr, sehr gut herzeigt wird, wie es mit dem Boden dann wirklich funktioniert. Auch schon eine ganz, ganz junge Pflanze weiß, dass wenn sie in einen fremden Lebensraum kommt, dass sie auf Freunde angewiesen ist. Und deswegen hat sie hier vorne auf der Wurzelhaube, schickt sie lauter Zellen in die Umgebung mit Zellkern. Das heißt, stickstoffreiche Nahrung für die Bodentiere, damit die alle herkommen und bei ihr Mist machen. Also wenn man sich überlegt, man nimmt jetzt da so ein bisschen einen Boden her, dann leben in diesem bisschen Boden, das ich da in der Hand habe, mehr Organismen, als es Menschen auf der Erde gibt. Das kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen, es ist aber de facto wirklich so. Die sind jetzt sehr, sehr vielfältig. Da gibt es Bakterien, da gibt es Pilze, da gibt es auch sehr viele Tiere. Wenn wir jetzt wie in Ostösterreich wenig Tiere oberirdisch haben, dann müssen wir schauen, dass wir die Pflanzen mit einer anderen Form von Nest ernähren und die bringen uns die kleinen Tiere, die im Boden leben. Die brauchen es kühl und feucht. Das heißt, was wir jetzt machen, ist warm und hell. Und wenn das jetzt da warm und hell drauf leuchtet, bedeutet das eine gute Lebensgefahr für die Tiere und sie machen das, was sie immer tun, wenn es Gefahr läuft, sie gehen tiefer runter, landen dann da im Becher und ich kann sie auslesen.
Als erstes sehen wir da mal eine kleine Assel, dann sehen wir eine umlaufende Hornmilbe, das dürfte eine Babyassel sein. Wir sehen diese rupfenden schwarzen Punkte, das sind Springschwänze. Das ist nichts Unanständiges, sondern die können einfach einen Teil vom Körper mit vom Hinterteil zwischen die Beine reinklappen und sich dann auf 70-fache Körperhöhe davon schleudern. Sehr, sehr viel besser sieht man das Ganze natürlich im Mikroskop. Wenn ich nämlich nur Mineral dünge, dann haben diese ganzen Tiere nichts zum Fressen. Dann gehen die in eine Art Hungerstarre, vermehren sich nicht, dann machen wir auch kein Mist und dann habe ich Humusabbau und das ist das Problem, dann brauche ich alle noch mehr Dünger. Der augenscheinlichste Tier oder das auffälligste ist sicher der Regenwurm. Regenwürmer können fast zu den einzigen Tieren im Boden, die graben können. Wir haben in der einen Röhre, da wohnen ca. 15 Regenwürmer und in der anderen wohnen keinen. Und was wir jetzt da machen bei diesem Experiment, ist ein mittelschweres Gewitter. Also wir machen einmal da. Keine Regenwürmer sind ein Gewitter. Und einmal da, Regenwürmer sind ein Gewitter. Und man sieht sofort den Unterschied. Weil da, wo Regenwürmer gehen, kannst du auf die Siphone anfangen abzuringen. Also da tut sich noch nichts und da rinnt es schon. Und der Witz ist, dadurch, dass die Regenwürmer diese Siphone bauen und die Humuskomplexe haben, die wie ein Schwamm Wasser aussaugen können, speichert man der Boden trotzdem mehr Wasser, wo schneller abrinnt. Aber es gibt sehr, sehr viele andere Bodenorganismen, die mindestens genauso wichtig sind. Das sind vor allem die Bakterien und Pilze, die sozusagen diesen Erstaufschluss von relativ schwierig zu knackenden organischen Substanzen aufbauen. Wir sehen da die Wurzelarena. Wir nennen das so, es ist eigentlich ein Rhizotom, eine Wurzelbeobachtungsstation. Es ist weltweit die größte, die öffentlich zugänglich ist. Und sie dient dazu, dass man Wurzeln beim Wachsen zuschauen kann. So, und wir können jetzt schauen, wir sehen da ein Bodenprofil bis in 2,40 Meter Tiefe. Angebaut worden ist der Spinat im vergangenen Herbst und ganz rechts sieht man Knoblauch. Und wir haben da einen klassischen grauen Auboden. Da unten sieht man einen Schotterstreifen. Und die Frage, die sich da immer wieder stellt, ist, wie tief wurzeln eigentlich die Pflanzen? Und wenn wir uns jetzt die Spinatwurzeln anschauen, wir sehen sie da ganz deutlich. Da schön die Seitenverzweigungen, sehr viele Wurzelhärchen. Über die Wurzelhärchen erfolgt die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen. Wenn er im Juni eine Trockenperiode oder im Mai eine Trockenperiode ist, dann braucht er diese Reserven an Wasser und Nährstoffen aus dem Unterboden. Nur wenn man sowas einmal gesehen hat, versteht man Pflanzenernährung und kann auch die richtige Bodenbearbeitung sich überlegen, um dieses tiefen Wurzelwachstum des Weizens zu fördern und nicht zu blockieren. Wenn jetzt da Bodenverdichtung eingebaut hätte, würde das Tiefenwurzelwachstum ganz stark reduziert sein. Wir sehen hier, was passiert, wenn man mit zu schwerem Gerät auf zu nassem Boden fährt. Ist der Boden trocken, ist er relativ robust, kann ich auch tadellos ernten, anbauen, was auch immer. Ist der Boden zu nass, passiert mir sowas dann. Sowas ist eine Verdichtung. Da brauchen Wurzeln ewig, bis sie durchkommen. Wenn ich danach 2 Wochen Sonnenschein habe, fällt mir der ganze Bestand um, weil er mal vertrocknet. Und wenn er doch mal durchkommt, kann er von dieser ganzen Schicht die Nährstoffe nicht nutzen, weil für Nährstoffnutzung braucht man ein Wurzelsystem, wie genau bei uns beim Blutgefäßsystem. Groß und dick, den Dimmer hohen drücken, Weiterleitung über weite Strecken. Aber wenn es um Nährstoffe aufnehmen geht, brauche ich Feinwurzeln. Wir sehen jetzt da zum Vergleich, die sind am gleichen Tag anbaut, ohne Verdichtung. Die Wurzeln sind unendlich viel weiter, sind daher viel schneller im Grundwasser und finden auch schneller zu den Verbündeten, den Pilzen. Wie weiß ich jetzt, ob der Boden optimal mit Nährstoffen versorgt ist oder ob ihm vielleicht sonst noch irgendwas fehlt, was ich tun könnte, ob der Humusgehalt im Optimalbereich ist, ob der pH-Wert, also der Säuregrad des Bodens im Optimalbereich ist. Und diese Fragen kann man relativ einfach beantworten, indem man schlicht und ergreifend eine Bodenprobe macht. Und aufbauend auf diesen Informationen über den Standort und den Ergebnissen der Bodenuntersuchung entwickeln oder erarbeiten wir dann eine Düngeempfehlung
In dem Fall wäre es also ein Beispiel aus einem Hausgarten, wo man sieht, wir haben hier den Humusgehalt. Man sieht, mit dem Humusgehalt sind wir im mittleren Bereich. Wir haben die Gehalte an den wichtigen Nährstoffen Phosphor und Kalium. Da sind wir also im optimalen, beziehungsweise da ein bisschen Richtung niedrigen Bereich. Magnesiumgehalt wäre hoch bis sehr hoch einzustufen. Das Verhältnis zwischen Kalium und Magnesium ist in dem Fall dann eben nicht so günstig. Und der pH-Wert, da sind wir im Neutralbereich. Und basierend auf diesen Analysenergebnissen werden dann die entsprechenden Empfehlungen gemacht, die eben, wie gesagt, als rein Nährstoffempfehlung ausgeht, weil wir ja niemanden vorschreiben wollen oder können, welche Art von Düngemittel er verwendet. Und vor allem auch, man ist ja dann frei zu sagen, ich verwende jetzt Mineraldünger oder ich verwende lieber organische Dünger. Da ist dann der Anwender quasi frei in seiner Entscheidung. Was mir da extrem gut gefallen hat, in dieser Handvoll Erden sind mehr Mikroorganismen als wir Menschen auf der Erde. Und da kommt der Titel her vom heutigen Vortrag, weil das muss man sich schon mal überlegen. Man glaubt so als Mensch, ja, man hat keine Auswirkung, man lebt halt so dahin. Und in Wahrheit hat jedes Tun eine gigantische Auswirkung. Und ich denke, das passt da ganz gut zu euch am Projekt mit den Hausgärten. Weil wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, kriegt man ein bisschen ein Bewusstsein, was mache ich eigentlich mit meinem Boden. Ich habe das auch immer ganz spannend gefunden zum Thema Glyphosat, das kennt ihr natürlich, synthetisches Pflanzenschutzmittel. Wir haben das lange nicht gewusst, weil wir glaubt, ja, die Landwirtschaft sitzt am meisten ein. Man ist draufgekommen, dass in den Hausgärten die größten Mengen eingesetzt werden, weil da wird halt gleich einmal drüber gestrahlt. Da nimmt man es auch nicht so genau, ob man da gerade ein bisschen zu viel oder zu wenig erwischt. Das heißt, da ist es halt oft spannend, wenn man so Diskussionen dann führt in der Bevölkerung und man hat oft wenig Wissen, wie es wirklich verwendet wird, ohne das jetzt auch schön reden zu wollen, weil da ist sicher auch sehr viel Negatives damit verbunden. Was ich noch ganz spannend gefunden habe, weil wir vom Boden reden. Vom Boden kommt unser Leben sozusagen, unsere Nährstoffe. Ich darf euch jetzt einmal eine Frage stellen. Wer glaubt, wenn man jetzt so an Österreich denkt und an unsere Bevölkerung, habt ihr das Gefühl, dass wir uns selber ernähren könnten, dass wir genug produzieren für Österreich, oder habt ihr das Gefühl, dass wir eigentlich auf Importe angewiesen sind? Was habt ihr für Gefühl? Traut euch. Sind wir unterversorgt, sind wir überversorgt? Was habt ihr für Gefühl derzeit in Österreich? Habt ihr ein Gefühl dazu? Traut euch was sagen? Wer ist für Unterversorgung? Sagen wir mal so. Okay. Ja, wer ist für Überversorgung? Ja, auch nicht so viel mehr. Okay, machen wir es leichter. Wir haben derzeit eine Überproduktion von 11%. Das heißt, wir konnten uns relativ, ja, sage ich mal, leicht selber ernähren. Das ist auch, wenn man weltweit schaut, relativ so. Wir erzeugen aktuell für 12 Milliarden Menschen die Kalorien. Das heißt, es war so, dass wir weltweit keinen Hunger brauchten, also kein Mensch braucht Hunger. Wir haben nur ein Thema in der Verteilung, das ist ein Riesenproblem, und auch wie man mit, sage ich mal, Lebensmittelmüll umgeht. Das beginnt natürlich schon beim Acker, beim Ernten, wenn uns halt dann gewisse Sachen, Karotten oder Erdäpfel nicht gefallen, die werden halt dann gleich am Acker vernichtet, beziehungsweise wird dann ein Drittel von dem, was wir kaufen, gar nicht gegessen, sondern wird wieder in den Müll zurückgebracht. Weltweit gesehen, also das ist schon enorm. Das heißt, 12 Milliarden Menschen könnte man jetzt schon problemlos ernähren, wir tun es halt nicht. Trotzdem hungern noch Menschen auf der Welt, was eigentlich völlig unverständlich ist. In Österreich stimmen aber die 11% auch nur dahingehend. Möchte ich da ein Beispiel bringen vom Schwein. Wir haben uns ja auch intensiv mit dem Thema Schwein auseinandergesetzt. Ich habe da vorher so auch da einen eigenen Vortrag zum Thema Schwein halten dürfen. Und warum die 11% nicht ganz stimmen, wir haben uns einmal angeschaut, wie viel essen wir eigentlich überhaupt noch auf einem Schweinderl. Und da sind 29% der Teile übrig geblieben. Das heißt, 71% der Teile vom Schwein essen wir nicht mehr. Und da gehören die ganzen Innereien dazu, die Backerler, die Haxeln, alles was es halt so gibt, die Schwanzerl vom Schweinderl. Ich habe als Bub am Bauernhof halt noch alles essen müssen. Ja, meine Mutti war da sehr streng. Also da ist alles verkocht worden, wirklich.
Und da haben wir als Familie sehr lang leben dürfen von dem Schweinderl. Heute ist es halt selber so, wenn ich meine Kinder anschaue, ja, da geht halt noch ein Schnitzel, ein Filet und vielleicht noch schüttern ein bisschen was, aber dann sind wir schon fertig. Mit einem Herz, mit einem Lungerl, mit einem Nierl brauche ich da nicht mehr kommen, geschweige denn sonst irgendwas. Und so ist halt auch unser Essverhalten quasi ganz anders geworden. Und unser Essverhalten, da bin ich wieder bei uns, dass wir eigentlich viel mehr steuern, als wir, was uns bewusst ist. Das heißt, durch das, dass wir halt nur noch die Edelteile essen, müssen wir aber schauen, dass wir die restlichen Teile irgendwo auf die Welt verteilen. Und Gott sei Dank gibt es halt noch andere Länder, die was Gott sei Dank Vorlieben haben für Teile, die was wir nicht mengen. Zum Beispiel auf die Philippinen ist zum Beispiel auch so, oder in Südkorea, ganz interessant, in Südkorea ist das total hip, da essen junge Frauen ganz fette Schweinebäuche. Das ist dort ein Trend, das lieben diese jungen Frauen, das ist bei den Männern gar nicht so, bei den Frauen schon. Bei uns wird keine junge Frau einen fetten Schweinebauch essen. Ja? Gott sei Dank ist das in Südkorea so. Aber wenn man das dann einmal sich weltweit so anschaut, dann finde ich das total spannend, wie so ein Schweinerl durch die Welt geht. Nämlich ein Schwein muss international gehandelt werden, sonst geht das gar nicht. Und ganz interessant ist natürlich, dass wir so einen Heißhunger haben auf ja, Medaillons, Schweinemedaillons, auf Schnitzel. Und jetzt müssen wir das von der ganzen Welt importieren. Weil aus einem Schweinerl gingen halt nur 8 bis 10 Medaillons raus, aus einem Filet, wer sich noch ein bisschen auskennt. Und dass wir dann zu Weihnachten halt genug Medaillons haben, müssen wir halt dann von der ganzen Welt, von Afrika, von überall her, diese Medaillons importieren. Und dann freuen wir uns halt bei der Weihnachtsfeier, wenn wir Schweinemedaillons essen. Wenn man das einmal weiß, fängt man ein bisschen anders an essen an. Fängt man sich ein bisschen anders an verhalten an, weil man sich eigentlich denkt, muss das eigentlich sein? Und man fängt ein bisschen genauer zum Hinschauen an. Generell bin ich dann auch dort beim Preis. Es ist eigentlich dramatisch, wenn ich mir anschaue, wenn um 3,99 eine Aktion ist beim Schnitzelfleisch, welche Mengen da verkauft werden, das ist enorm. Wenn die Aktion 1 Euro teurer ist und 4,99 ist nicht nur, ist, sagen wir, fast ein Drittel oder zwei Drittel weniger bei der Menge. Das heißt, wir kaufen auch beim Schwein rein über den Preis ein und wundern uns dann, wenn wir gerade in die Gebiete da die Schweinehalter haben, die Schweinebauern, die was dann eigentlich ja, sehr viel Schweine halten müssen im Stall auf einem Spaltenboden. Aber warum ist das so? Weil wir billiges Schweinefleisch wollen. Und das ist Fakt. Also das heißt, ein Bio-Schweinefleisch ist ungefähr 3 bis 4 Mal so teuer als Kilo wie ein normales Schweinefleisch. Darum verkaufen wir in Österreich nur 1,8% des Schweinefleisches unter Bio. Mehr kann quasi nicht an den Mann gebracht werden. Wir haben unseren Spaß gemacht, oder es war eine sehr ernste Absicht dahinter, wie wir das Schwein recherchiert haben, 1,5 Jahr lang, haben wir natürlich auch sehr viel von Supermärkten gedreht. Und wir sind nach Wien gefahren und haben uns vor einen Lidl, vor einen Hofer hingestellt, vor einen Biller und haben die Menschen gefragt beim Einkauf, kauft ihr Schweinefleisch? Ja, selbstverständlich. Und 95% der Kunden, was wir befragt haben, haben gesagt, sie kaufen ausnahmslos Bio-Schweinefleisch. Das heißt, das war ganz, ganz spannend, das eigene, man glaubt selber, man ist so der Heilige, man ist so, ja, total Bio. Und wenn man dann die Zahlen im Hintergrund kennt und man weiß, dass 98% eben kein Bio-Schweinefleisch kaufen, dann ist die Realität halt sehr, sehr bitter. Aber das heißt, da sind wir wieder genau dort. Es hängt sehr viel mit unserem eigenen Tun und Handeln zusammen, wie sich die Welt steuert. Und ich finde es ganz spannend, wenn man sich dann aufregt über einen Schweinegestank oder über diese Dinge oder wenn ein Hühnerstall irgendwo gebaut wird. Man will zwar vielleicht ja, gesunde Lebensmittel, man möchte es vielleicht sogar aus Österreich im besten Fall, aber eigentlich soll er nicht bei mir in der Nähe stehen, weil ich kann mit den Gerüchen nicht mehr umgehen. Und es würde wahrscheinlich vieles anders laufen, wenn es nicht um den billigsten Preis sein müsste. Ja, so viel einmal zu diesem Thema. Wir haben uns dann auch angeschaut und da möchte ich euch auch mal einladen, wir recherchieren nicht nur Lebensmittel, sondern wir schreiben auch drüber und wir haben einen begnadeten Blogger und da möchte ich euch auch auf unseren Blog hinweisen, wer einmal Zeit hat am Abend vielleicht einmal auch zu lesen. Wir haben gerade vorgestern diesen Blog veröffentlicht zum Thema Fleisch killt Klima, echt. Man hört so viel weltweit, wie was produziert wird, was dahinter steckt und da möchte ich euch einfach einmal einladen, da einmal auch genauer hinzuschauen, das einmal ein bisschen so auch durchzulesen. Wir haben auch immer wieder Videos eingebaut und ich denke, dann kommt man der Wahrheit einfach ein ganzes Stück näher. Ich habe es zuerst schon gesagt bei der Einleitung, wenn es uns
beim Einkaufen gehen, nur um einen Preis geht, hat die österreichische Landwirtschaft keine Chance. Und ich denke, das Ganze ist nicht nur beim Einkaufen so, sondern auch, wenn wir essen gingen. Ich habe euch schon gesagt, 4 Millionen Menschen essen jeden Tag außer Haus. Das ist eine enorme Menge. Und meistens wissen wir aber nicht, was wir da essen. Und ich möchte euch jetzt ein, zwei Beispiele auch bringen, weil ich das immer ja, schön finde, dass man ein bisschen ein Gefühl dazu kriegt, was dieses Verhalten eigentlich mit uns macht. Warum ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir nur noch preisgetrieben sind, dass wir nur noch in einen Supermarkt gehen, ja, wenn irgendwas in Aktion ist und das zu einem irrwitzigen Verhalten führt? Ich habe zum Beispiel vorher haben wir beobachtet im Internet, auf Facebook, da hat der Einpreis in Tirol eine Stiegl-Bieraktion gemacht. Man muss vielleicht wissen, beim Bier ist es auch so, 78% des Bieres in Österreich wird nur unter Aktion verkauft. Das heißt, ich bin halt einer, wenn ich mal eine Bierkiste kaufe und fahre das Geschäft, ich weiß nicht mehr, dass da eine Aktion ist, da bin ich einer der wenigen, 78% quasi wird unter Aktion verkauft und da hat ein Händler eben in Tirol eine ganz spezielle Aktion gemacht und da haben sie in Oberösterreich Facebook-Gruppen gebildet, junge Menschen sind dann gemeinsam in Auto nach Tirol Bierkisten kaufen gefahren, weil es halt ein paar Prozent billiger war. Also das Verhalten ist schon sehr, sehr spannend, was da eigentlich passiert. Ein anderes Beispiel auch noch vom Supermarkt, das was ich euch gerne erzählen möchte, wo das auch für mich so schön deutlich geworden ist, was unser Verhalten auslöst. Zum Thema Butter. Ihr wisst so, jeder von uns braucht pro Jahr, oder wer es nicht weiß, aber ich sage es euch jetzt, rund 5 Kilo Butter. Das heißt, da ist jeder Kropfen dabei, jede Torten pro Person, pro Kopf 5 Kilo, da seid ihr gut dabei. Und ihr habt es vielleicht mitgekriegt, vorher war Butter eher teurer. Und vor rund ja, 2,5 Jahren haben wir eine ganz andere Situation gehabt. Oder jetzt ist es eigentlich ziemlich genau 3 Jahre her. Wir haben einen Milchsee gehabt, die Bauern haben zu viel Milch produziert und man hat eigentlich nicht mehr recht gewusst, wohin damit. Und da waren wir in der Gründungsphase, weil wir haben ja erst im April 2016 gestartet. Der Verein ist ja noch sehr jung. Ich nicht mehr ganz so, aber der Verein ist noch sehr jung. Und da haben sie mich angerufen und gesagt, du Hannes, du musst zu uns raufkommen ins Mühlviertel. Da machen zwei Händler eine Aktion, Freitag, Samstag. Eine Butteraktion. Nämlich, wenn du 6 Kilo Butter kaufst, kriegst du 3 Kilo Butter gratis dazu geschenkt. Und das hat interessant gelungen. Und wir haben da schon unser Kamerateam gehabt und haben gesagt, ja, das schauen wir uns an. Die Händler angerufen, ob wir da hinfahren dürfen auf den Parkplatz, die Menschen ein bisschen filmen, interviewen, kein Problem, Genehmigung kriegt. Und ich habe mir gedacht, das müssen wir uns echt anschauen, weil das ist ja spannend. Und beim Aufgefahren habe ich mir schon gedacht, ja, das Mühlviertel, wenn man da 9 Kilo Butter mitnimmt, das heißt, das müssen alles Großfamilien sein, 12 Kinder und so, ist bei uns in den Bergen nicht so. Und bin da halt aufgefahren mit meinem Kamerateam und wir haben uns gesagt, wir schauen, dass wir so ein Viertel über 7 Meter früh oben sind, dass wir früh genug alles aufbauen können und dann werden irgendwann um 7:30, 8 die Leute kommen. Siehe da, wir kommen 7:50 auf den ersten Parkplatz hin, alles bumm voll. Da war ich, boah, die Mühlviertel, alles Frühaufsteher, sensationell. Ja, steigen aus, Kamera raus, einmal zu wie zu den Geschäften, was tat ihr heute schon so früh? Ja, einkaufen gehen. Und warum? Ja, Butter kaufen. So billig kriegen wir nie wieder. Ja, habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen. Also 6 Kilo plus 3 Kilo gratis, so billig kriegt man den Butter nicht mehr. Und dann ist es aufgegangen um 7:30 und es war fast schon, wir haben uns ein neues iPhone gegeben, die Leute eingestürmt und wir haben gesagt, jetzt schauen wir uns das einmal an. Dann wird euch das vorstellen, wir haben das auf Video. Eine Viertelstunde später sind so die ersten rausgekommen oder 10 Minuten später und einige haben dann ja nicht nur 9 Kilo rausgetragen, sondern 18 Kilo, die haben sich schon richtig angestrengt und hat eigentlich sehr gut ausgeschaut. Und dann sind sie zu wie zu einem Auto, Kofferraum auf, eine, ein paar andere Teile noch dabei vom Wagerl oder eben die, was nur Butter getragen haben. Und wir haben mal gefragt, darf man ein Interview machen? Ja. Und dann hat er mal so Fragen angefangen. Dann habe ich gesagt, ja, warum kaufen Sie jetzt Butter? Ja, eben so billig kriegt er nie wieder, tolle Aktion. Und wann habe ich dann erwischt mit 18 Kilo Butter? Dann habe ich gefragt, ja, und sage ich, ich bin vor die Berg verschlappt, wir haben so 2, 3 Kinder, sage ich, wie ist das da eigentlich bei euch im Mühlviertel? Seid ihr so Großfamilien? Dann schaut mich der an und sagt, nein, Single. das war aber nicht nur der, das heißt, das waren schon mehrere. Und die Geschichte ist ja eigentlich total, das hört sich ja total lustig an, es hat aber einen ernsten Hintergrund. Und dann sage ich, ja, sag, jetzt muss ich dann mal die Frage stellen, beim nächsten wieder. Wissen Sie eigentlich, was der Pro-Kopf-Verbrauch ist, wie viele Kilo das Sie so verbrauchen? Sagt er, nein, das weiß er nicht, aber das wird schon passen, also das wird sich schon ausgehen. Dann sage ich, ja, ist ungefähr 5 Kilo pro Jahr, also das heißt, Sie kommen einmal mit 9 Kilo schon relativ lang aus. Dann haben sie mir so angeschaut und haben gesagt, naja, aber ist ja kein Problem, weil Butter kann man ja einfrieren.
der wird ja nicht kaputt. Ich sage, stimmt, also so toll informiert, also das haben sie auch gewiss, die meisten, den kann man einfrieren, passiert nichts, lebt weiter. Dann war die Frage so von mir, dann habe ich gesagt, naja, jetzt denke ich mir so, nach einem Jahr schaut man da so rein, sagt man, hallo, du immer noch da? Ja, immer noch da. Sag ich, nach eineinhalb Jahren schaut man rein, immer noch da, hallo. Und dann habe ich gedacht, baut man ja eine Beziehung auf, gell, zu dem Butter, wenn man sich schon so lange kennt. Und dann war für mich die Überlegung, habe ich gesagt, ja, jetzt nach eineinhalb, zwei Jahren werden Sie sich vielleicht einmal denken, auch bei denen, die was 18 Kilo genommen haben, jetzt ist es aber schon lang und was machen Sie dann vielleicht damit? Und dann haben mir die Leute so angeschaut und haben gesagt, naja, ja, stimmt eigentlich. Da sind sie auch selber nachdenklich geworden und haben gesagt, es ist schon lang. Und dann war die Antwort, naja, es macht aber eigentlich nichts. Ich schmeiße ihn halt dann weg, er hat ja nichts gekostet. Und das, geschätzte Damen und Herren, das ist genau das, warum ich eigentlich auf die Barrikaden steige wegen die Aktionen. Weil das in unserem Hirn was auslöst. Es löst nämlich einen Wertewandel aus. Weil in der Sekunde, wo ich sage, es ist ja wurscht, es hat eh nichts gekostet, ich schmeiß es weg, wird dieser Butter wertlos. Und das Dramatische ist, dass nicht nur der Butter wertlos wird, sondern die ganze Arbeit, was dahinter liegt. Es wird nämlich die Arbeit wertlos von der Molkerei. Es wird die Arbeit wertlos von dem Bauern, der was irgendwann in der Früh aufgestanden ist, der was eine Kuh gemolchen hat. Wir machen unsere Lebensmittel wertlos. Ja, und das ist das Dramatische. Weil ich frage mich, wo wollen wir hin? Wir geben aktuell noch 8% für unsere Lebensmittel aus, mit den Getränken sind es 10%. Ja, meine Eltern, mein Vater hat immer Buchhaltung gemacht, der hat noch in den 60er Jahren 40% für Lebensmittel ausgegeben, hat sich dadurch keinen Urlaub leisten können, da will ich auch nicht mehr hin, muss ich auch ehrlich sagen. Aber muss es wirklich so sein, dass heute ein Gewand, ja, das darf alles was kosten, das darf alles was wert sein. Ich habe da ein iPhone, kriege ich schon nicht mehr raus, 1200 Euro, ja, halt eineinhalb Jahre. Verkäuferin hat gesagt, Versicherung brauchen sie keine, halt eh nicht so lang. Da haben wir das Geld und da geben wir es aus, auch für unsere Kinder. Meine mittlere geht in die zweite Klasse Mittelschule, ja, in Schlappmeng, da hat fast jeder iPhone. Das ist jetzt völlig normal. Das ist nicht, dass man da irgendein billiges Samsung oder irgendwas hat, sondern man hat ein iPhone. Und da denke ich mir, wieso ist für das Geld da? Und ich kenne teilweise Familien, wo ich mir denke, puh, ob sich das ausgeht, aber muss eh jeder wissen. Aber bei den Lebensmitteln, da wird dann das Billigste ins Waagerl reingelegt, was halt gerade in Aktion ist. Was gerade 1 plus 1 gratis, jetzt haben wir inzwischen schon 6 plus 6 gratis. Ich frage mich ja schon, irgendwann werden wir Geld kriegen, wenn wir einkaufen gehen, so weit wird es gehen. Also es wird immer irrwitziger. Aber das Dramatische ist wirklich das, wir machen es selber wertlos. Und damit gibt es keine funktionierende Landwirtschaft mehr dahinter. Und wenn wir da von Grund und Boden reden, wenn wir von diesen Dingen reden, dass das eine Wertigkeit hat, wir machen es uns selber, wir zerstören uns das. Und dieser Wertewandel hat halt nicht zufällig eingesetzt, sondern der war bewusst gesteuert, nämlich unter dem Titel Geiz ist geil. Ja, das hat diesen Wertewandel in uns ausgelöst. Und ich denke, es liegt jetzt an uns, an unserer Generation, dass wir wieder bewusster werden, ja? Dass wir die Zusammenhänge zum Verstehen anfangen. Weil wenn wir nur nach dem Billigsten einkaufen, dann ja, gibt es keine Bauern mehr. Okay, haben wir schon geredet darüber, ich bin kein Bauernretter, das ist kein Problem. Das Dramatische ist, es gibt die Kulturlandschaft nicht mehr. Ihr habt ja so eine wunderschöne Region da, aber warum ist die so schön? Und ich komme aus einer wunderschönen Region, Schlappmeng, ja. Und ich habe selber gegessen, das habe ich euch schon erzählt, und dann gehe ich mit ihr Skifahren oder wandern und dann stehe ich mit ihr auf der Planei um im Sommer und dann schauen sie oben in meiner. Da sagen die meisten, teilweise rennen ja so die Tränen ein bisschen, aber so schön, na, wo du da leben darfst, na, wie schön das da ist. Dann schaue ich so an und sage, ja, ja, stimmt, ich weiß. Aber warum ist es so schön? Ja, durch einen Zufall. Weil das eine Naturlandschaft ist, die sich selber überlassen ist. Wisst ihr den Unterschied? Eine Naturlandschaft ist, da ist wie ein Nationalpark, da passiert nichts. Wenn da ein Baum umfällt, dann liegt er mal 80, 90, 100 Jahre da, der verrottet dann, die Natur reguliert sich selber. Ja. Aber wo wir hinschauen, das ist eine Kulturlandschaft, die wird von Bauernhand gepflegt. Und das passiert nicht, ich sage, wenn sie mich fragen, ich bin selber Bauer, habe ich schon gesagt, ich bin kein Gärtner. Ja? Ich sehe nicht, dass ich meinen Auftrag habe, dass ich euch eine schöne Landschaft gestalte. Oder den Konsumenten oder den Gästen in unserer Region. Nein, dann hätte ich Gärtner gelernt, war ich nicht Bauer geworden, war ich Gärtner geworden. Ich bin Lebensmittelproduzent. Und ich glaube, die meisten Bauern verstehen sich als Produzent von Lebensmitteln. Und deswegen gibt es unsere Kulturlandschaft. Und deswegen haben wir einen Tourismus. Ja, 67 Millionen Touristen haben wir in Österreich jedes Jahr. Die kommen zu uns nicht, weil es so billig ist. Wisst ihr, was der Hauptgrund ist, warum dass man nach Österreich fährt oder fliegt und Urlaub macht? Weil es so schön ist, wegen der Landschaft.
Das ist der Hauptgrund. Wir haben mit der Österreich-Werbung geredet, was ist der wichtigste Grund für unsere Touristen, dass sie nach Österreich kommen. Steht da irgendwo eine Tafel am Pariser Flughafen, heute billigste Angebote in Österreich? Nein, wir sind schweineteuer für die Welt. Da fliegt nicht einfach irgendwer her nach Österreich, das kann sich nicht jeder leisten. Wir sind eines der teuersten Länder. Da kommen die Leute her, weil sie sagen, da ist alles noch in Ordnung. Eine intakte Natur, intakte Menschen, alles perfekt. Ja, aber warum haben wir eine intakte Natur? Weil wir eine Landwirtschaft haben. In Vorarlberg, ja, Vorarlberg boomt, ja, wer da im Rheintal mal draußen gewesen ist, das ist unvorstellbar, ja, was die für die Firmen haben, wo die Leute herkommen. Und wir sagen da draußen, die ganz großen Firmen, wir kriegen deswegen die Leute, weil die Kunden in Paris arbeiten, die Kunden in Luxemburg, die Kunden überall arbeiten. Aber die kommen nach Vorarlberg, weil sie sagen, ich will mit der Natur was machen, sporteln, auf den Berg, Skifahren gehen. Ja, das ist nicht das Geld allein, sondern der Mensch will ja sich wohlfühlen in dem Raum, wo er daheim ist. Und das ist deswegen, weil wir einkaufen gehen, noch zu österreichischen Produkten greifen und weil es eine Landwirtschaft dahinter gibt. Und die ist massiv gefährdet. Aktuell sperren ungefähr 15 Bauern am Tag zu. Jeden Tag 15 Bauern hinauf. Das ist schon dramatisch. Voriges Jahr allein 2.500 Milchbauern. Und wenn das so weitergeht, bin ich gespannt, wie viel das noch wirklich überbleiben. Aber ich will euch heute nicht mehr mit den Zahlen überfordern. Aber einfach das mitzugeben. Am Beispiel Butter. Ja. Muss das wirklich sein? Muss ich der sein, der was nur zum Billigsten greift? Weil dann zerstöre ich mir alles. Und ich darf euch einladen, das ist eigentlich heute meine zweite wichtigste Botschaft, dass, wenn es heute heimgeht oder morgen oder früh, lasse ich es auch noch gelten, macht euch ein Kühlschranktier auf und schaut es rein. Was kauft ihr so ein? Wo kommen euch die Lebensmittel her? Ist da auch nur Kleber, Essbudget rein? Ist auch nur das Billigste rein? Dann glaube ich, dann ist das okay, wenn es ganz bewusst tut. Also es kommen ja wirklich auch Konsumenten zu mir, die sagen, es geht sich nicht aus. Ja, ich bin eine alleinerziehende Mutter, 2 Kinder, alleinerziehend, 20 Stunden, verstehe, vollkommen okay. Es gibt auch, die sagen, nein, mir ist das null wert, ich kaufe nur das Billigste aus Prinzip, ist auch okay. Aber ich glaube, die meisten von uns, ja, die machen das nicht bewusst. Ich erlebe das ganz oft bei uns, wirklich im Winter, wir wohnen mit meinem Bauernhof nicht unweit, zum Beispiel vom Hofer, und da fahren inzwischen Porsche, Cheyenne, alles zu im Winter, also das ist nicht so, dass da nur irgendeine gewisse Schicht hingeht. Da steigen oft Damen von dem Porsche Cheyenne aus, die hat einen teuren Lederstiefel an, wie was ich das ganze Monat verdiene. Und dann schaust du mal, was die so ins Wagerleine tut. Und das passiert mir jetzt sehr oft beim Spar genauso wie beim Biller. Und da kommt halt das Billigste dann rein. Ja, wieder clever, S-Budget. Da glaube ich nicht, dass es da am Geld scheitert. Überhaupt nicht. Die kann sich das wahrscheinlich locker leisten. Weil der arme Motorölwechsel bei dem Porsche kostet, weiß ich nicht, wie viel mehr. Sondern geht es nur ums Bewusstsein. Da ist kein Bewusstsein da, da wird nicht nachdenkt. Da sind keine Zusammenhänge mehr da. Und ich glaube, gerade in dieser zusammenhängenden, globalisierten Welt, in der, was wir jetzt erleben, war es wichtig, dass wir die Zusammenhänge verstehen. Und das Ganze wird noch schärfer, das Spiel, durch Amazon und Co. Es gibt ja in Asien den Gegenspieler von Amazon, der heißt Alibaba. Alibaba verschickt aktuell am Tag 540 Millionen Pakete. 540 Millionen Packerl am Tag werden weltweit verschickt. Alibaba hat eine Strategie, bis 2020 jeden Menschen auf dieser Erde innerhalb 72 Stunden mit einem Packerl zu erreichen. Das ist die neue Strategie von Alibaba. Das heißt, in 72 Stunden, egal wo du wohnst auf der Welt, kriegst du dein Packerl. Und unter dem auch Lebensmittel. Und jetzt stellt euch einmal vor, was ich euch am Eingang gesagt habe, es bleibt ja so, dass ihr einkaufen geht und null Ahnung habt, wo die Lebensmittel herkommen, wie es produziert werden, ja, Hauptsache der Preis passt. Und dann werdet ihr irgendwann einmal da reinklicken und sagen, boah, der Honig aber gescheit billig, boah, die Pizza gescheit billig. Und schnell kriegen tue ich es auch relativ schnell. Und dann werdet ihr nicht mehr nachfragen, kommt das, der Schinken auf der Tiefkühlpizza hierzu oder von der Lasagne von China, das wird euch vielleicht gar nicht interessieren. Ihr werdet einfach sagen, boah, so billig kriege ich es nie wieder. Und ihr werdet das vielleicht sogar unterstützen. Und dann geht die Kurven noch viel, viel schneller. Und was das dann bewirkt, warum das die anderen billiger produzieren können, nur ein Beispiel zur Schweinehaltung. Ja, man sagt ja in Österreich beim Schwein gern Massentierhaltung. Ja. Der durchschnittliche Schweinemester in Österreich hat 200 Tiere im Stall. 200. Sagt man, um Gottes Willen, so viel. Die größten so in Österreich haben 2000 Schweine im Stall. Ist groß, gebe ich zu. Ja, wisst ihr, der größte Schweinemaststall derzeit in Deutschland hat 180.000 Schweine. Und in China 500.000, ein Stall. Also nur mal so, dass ihr ein bisschen ein Gefühl kriegt zu Relationen. 500.000 Schweine in einem Stall.
was sich da abspielt, dass die das seuchentechnisch überleben, was da in den Tieren jeden Tag ein Antibiotika reingehen muss, das fragt kein Mensch nach. Aber ich garantiere euch was, wir werden wahrscheinlich in 10, 15 Jahren genau diesen Schinken aus China auf unsere Pizzas haben. Warum? Derzeit ist China weltweit der größte Importeur. Jeder liefert nur nach China. Und China hat gesagt, 2030 wollen wir der größte Schweinefleischexporteur sein. Das sind jetzt noch, jetzt leben wir im Jahr 2019, 11 Jahre. Wir sind in 11 Jahren noch nicht gestorben, da leben wir noch. Ja, da werden wir das miterleben. Und da, wenn da keiner nachfragt, dann essen wir das auf unserer Pizza und denken uns nicht einmal was dabei. Und der Schinken ist tausendmal billiger als wir aus der aus Österreich. Und das ist das, was ich euch heute so ein bisschen die Zusammenhänge gern mitgearbeitet. Das heißt, wir sind in einer Welt mit ganz vielen Möglichkeiten. Ja, wir haben unbegrenzte Möglichkeiten. Die globalisierte Welt ist sensationell und dieser freie Markt hat uns auch ganz viel Wohlstand gebracht. Ja. Aber was ich persönlich glaube, ist, dass wir in dieser globalisierten Welt, wo alles möglich ist, mehr und mehr Verantwortung für unser Tun übernehmen dürfen. Und das meine ich wirklich. Und ihr könnt jedes Mal einkaufen, ganz eine bewusste Kaufentscheidung treffen. Egal was ihr kauft, kauft es ganz bewusst. Und sagt, okay, wenn ich jetzt die Milch kaufe, wenn ich das Gemüse kaufe, die Tomaten nehme, dann löse ich das aus. Dann seid ihr schon ganz weit. Und beim Essen geht, darf ich euch jetzt noch eins bieten, wenn es bei einem Wirt essen geht, in ein Gasthaus, in ein Hotel, fragt nach, wo kommt es her? Fragt sie, wo das Rindschnitzel herkommt, das Kalbsteak oder egal was. Oder das Ei, das Frühstücksei. Fragt nach, lasst euch nicht einfach irgendwas antragen. Ja? Zum einen, wer gerne ein Frühstücksei isst, wir verbrauchen in Österreich ca. 2 Milliarden Eier pro Jahr. Jeder verbraucht ungefähr 225 Eier pro Jahr. Und wir importieren am Tag 1,8 Millionen Eier, die meisten davon aus Käfighaltung. Es war im Lebensmittelhandel verboten, da haben wir gesagt, nein, dir wohl, seit 2009 kannst du in Österreich keine Käfigeier mehr kaufen, ist auch verboten in der Produktion. Aber die Gastronomie, die Hotellerie verbraucht jeden Tag 1,8 Millionen Eier. Und wenn ihr dann dort Frühstückseier esst, ein Rührei oder am Nachmittag einen Kuchen, einen Gurden, dann esst ihr meistens Eier aus Polen oder aus der Ukraine. Nur weiß ja keiner, weil es nicht umsteht. Und da zum Schluss noch ein Schmankerl, das habe ich heuer selber erlebt. Inzwischen tue ich ja schon sehr viel verkosten, auch selber probieren. Und ich war mit meiner Familie heuer bei uns in Schlappming oben auf die Berge unterwegs am Sonntag mit meinen drei Töchtern, auf über 2000 Meter eine Bergtour gemacht und wir kommen zum zwei Nachmittag halt oben auf 2000 Meter zu dieser Hütte und da steht drauf, herzlich willkommen, heute frischer Heferlkaffee und einen geschmackigen Kaiserschmarrn. Und ich sage zu meiner Frau, das passt jetzt gut, ein bisschen Würstel haben wir zuerst geausend, aber jetzt so ein Kaffee und ein Kaiserschmarrn, das passt gut. Sitzen ins Azubi, bestell den Kaiserschmarrn, den Kaffee und ich esse die ersten zwei Gabel, und denke, na, den glaube ich kenne ich. Und den Hüttenwirt kenne ich auch sehr gut und dann kommt er halt gar raus und dann sage ich, ja, du, jetzt muss ich mit dir mal reden, wo hast du eigentlich deine Eier her für den Kaiserschmarrn? Dann sagt er, du, das weiß ich auch nicht, das ist ein Flüssigei, das habe ich selber noch nicht geschaut, wo das herkommt. Dann sage ich, ja, gehen wir in die Küche, schauen wir es uns an. Sagt er, ja, war eh spannend, schauen wir es uns an. Dann bin ich mit ihm reingegangen in die Küche und siehe da, es war genauso ein Produkt aus der Ukraine, aus ukrainische Käfigeier. Dann sage ich, du, das ist aber nicht ganz fein, sage ich, da oben auf einer Almhütte, da erwarte ich mir ja fast ein österreichisches Ei, oder? Denke mir so. Und dann sagt er, nein, Hannes, du bist der allererste, der was mir das überhaupt jemals gefragt hat. Es hat noch nie wer im Leben interessiert, aus was sein Kaiserschmarrn besteht. Und dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich da eh. Dann sagt er, du, und weil es noch nie wer gefragt hat, werde ich das auch nicht ändern. Weil das ist nämlich schon richtig billig. Ja, da sage ich, das glaube ich da auch, dass das richtig billig ist. Und wenn es niemand interessiert, ist es auch richtig wurscht. Sage ich, aber mach einen Versuch, schreib es nicht einfach auf, herzlich willkommen. Schreib auf, herzlich willkommen, heute ein Heferlkaffee mit einem frischen Kaiserschmarrn mit ukrainischen Käfigeier. Sage ich, da werden die Leute wahrscheinlich nur so reinstürmen und voller Freude den Kaiserschmarrn essen. Ich glaube es nämlich nicht und in dem Sinne danke einmal fürs Zuhören.